Die Brüggerhof Milch KG aus Kerken am Niederrhein. Betriebsleiter und Ausbilder Andreas Bohns hat den Milchviehbetrieb 2005 von seinem damaligen Ausbilder gepachtet. Seitdem werden hier Azubis ausgebildet. Aber nicht nur das. Begeisterungsfähigkeit für die Landwirtschaft und ein gutes Miteinander sind für die Ausbildung ebenfalls entscheidend. In erster Linie ist es mir wichtig, eine gute Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Ich durfte selber eine sehr gute Ausbildung genießen, das an junge Leute weiterzugeben. Außerdem macht es mir unheimlich Spaß, mit jungen Leuten, auch unterschiedlichen jungen Leuten, gemeinsam zu arbeiten. Andreas Bohns bindet seine Auszubildenden in alle Arbeiten auf dem Betrieb ein. Auch Michael, er ist im dritten Lehrjahr in der Ausbildung zum Landwirt. Michael will später den elterlichen Milchviehbetrieb übernehmen. Also grundsätzlich habe ich mir den Betrieb eigentlich hauptsächlich ausgesucht. Erstmal wegen der Milchviehhaltung, also strukturell des Betriebes erstmal so, wie wir den zu Hause haben, um halt die Abläufe vielleicht auch nochmal andere Abläufe kennenzulernen. Und halt auch persönliche von hier ist auch wirklich sehr schön. In dem Familienbetrieb ist es vor allem wichtig, dass das Zwischenmenschliche passt. Dafür kommen die Azubis zum Probearbeiten. Ausbilder Bohns legt Wert darauf, dass seine Schützlinge sich auch über die Landwirtschaft hinaus engagieren. Wichtig ist natürlich auch, dass die jungen Leute ihre eigene Perspektive aufbauen. Was wollen sie? Was verlangen sie erstens von mir als Ausbilder? Die müssen mich natürlich auch fordern. Und müssen für sich eine Perspektive haben, was will ich denn in dem Job? Will ich nachher auf einem Betrieb arbeiten als Angestellter? Habe ich einen eigenen Betrieb? Wie will ich den voranbringen? Will ich mich gesellschaftlich einbringen? Das ist immer bei uns sehr wichtig, dass man sich nicht nur auf die Landwirtschaft fokussiert, sondern auch auf sein Umfeld, insbesondere auch auf die, die uns vielleicht kritisieren, dass man die mit Überzeugung und mit Sachargumenten auch versucht, klar zu machen, wie wichtig wir sind oder wie wichtig auch unser Beruf ist. Besonders am Herzen liegt Bohns eine gute Prüfungsvorbereitung. Er ist selbst als ehrenamtlicher Prüfer unterwegs. In seinem Betrieb werden die Auszubildenden gut vorbereitet. Knappe Woche habe ich jetzt Prüfung dann. Ja, haben uns auch, wurde ich auch gut darauf vorbereitet, kann man sagen. Schulisch wie auch betrieblich gesehen. Haben auch hier auf dem Betrieb dann auch zweimal eine praktische Prüfung durchgegangen. Einmal Stallbeurteilung, einmal Silobeurteilung. Familie Bohns freut sich über erfolgreiche Azubis. Und auch, wenn ehemalige mal vorbeikommen, für sie ein Zeichen, dass der Brüggerhof eine wichtige Station für den weiteren Lebensweg war.